Gut, und jetzt als nächstes darf ich Professor Kai Bründler von der Berner Fachhochschule begrüßen. Du hast an der TU Dresden Informatik studiert, nehme ich an. Und, das ist schon lange her. Und doktoriert bis 2003. Also du bist älter, als du aussiehst. Ja? Viel älter, ja, ja. Sehr, sehr alt. Sehr alt bin ich schon. Dann warst du 7 Jahre bei uns an der Uni Bern, hast dort geforscht. Schöne Zeit war das, ja. Ganz frei geforscht, Habilitation gemacht, das steht mir noch bevor. Und dann bist du 3 Jahre in der Praxis gewesen. Vier sogar, okay. Und umso besser, und bist jetzt eigentlich seit 2 Jahren an der Berner Fachhochschule als Informatikprofessor, also so ziemlich verschiedene Hintergründe und kannst jetzt wahrscheinlich auch aus verschiedenen Perspektiven beurteilen, was das genau ist, diese Bitcoin-Blockchain. Das Spannende ist vor allem eben, dass wir jetzt mal richtig einen technisch fundierten und dennoch verständlichen Vortrag hören werden, der uns diese komplexe Welt nochmal eine Schicht näher bringt. Das weißt du alles schon. Genau, das ist sehr spannend. Also vielen Dank, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, was ich alles lerne. Merci, Matthias. Ja, ich habe da an der BFH unter anderem an E-Voting-Systemen und interessiere mich daher für Bitcoin und Blockchains. Denn es gibt viele Parallelen zwischen E-Voting und E-Cash. Die wichtigste Parallele aus meiner Sicht ist die, dass sehr viel Macht in den Händen desjenigen liegt, der dieses System verwaltet. Also jemand, der ein E-Voting-System verwaltet, bestimmt letztendlich, wie die Stimmen gezählt werden und bestimmt letztendlich, wer die Wahl gewinnt. Ja. Und um das zu verhindern, also immer wenn wir so eine Machtkonzentration haben in den Händen einer einzelnen Partei, dann besteht die Gefahr des Machtmissbrauchs. Und wir möchten diese Macht deswegen verteilen. Und es ist im E-Voting schon lange so, dass es State of the Art ist, dass man E-Voting-Systeme verteilt, dass nicht eine einzelne Partei den Wahlausgang bestimmen kann und vielleicht fälschen kann. Ja. Und genau dasselbe Phänomen haben wir im E-Cash. Auch da ist es so, dass derjenige, der Geld erschaffen kann, der Transaktionen zensieren kann, der Transaktionen rückgängig machen kann, der hat eine Menge Macht. Und auch diese Macht möchten wir gern verteilen. Ja. Wir haben schon das Wort dezentral gehört. Ja. Dezentralität ist wirklich, das ist die wesentliche Eigenschaft von Bitcoin, aus der alles andere folgt. Ja. Und wenn Sie nur ein Wort mitnehmen aus meinem Vortrag heute, dann ist es das Wort dezentral. Ja. So, wie bringe ich Ihnen jetzt nahe, wie Bitcoin funktioniert? Das ist eine schwierige Aufgabe. Bill Gates hat es als Tour de Force bezeichnet. Jetzt war ich langlaufen letzte Woche im Engadin. Und das ist, ja, ist ein Bild von der Loipe, man sieht es nicht ganz so gut. Ja. Und nach dem Langlaufen, da sind wir eingekehrt ins Restaurant Sur N in Zürz. Und da habe ich festgestellt, dass dieses Restaurant das Cremeschnittenproblem gelöst hat. Darf ich davon ausgehen, dass Sie alle wissen, was das Cremeschnittenproblem ist? Nein. Wer weiß, was das Cremeschnittenproblem ist? Ja? Dass man sie nur in eine Richtung sauber zu trennen kann. Also wenn man versucht, die Cremeschnitte auf die herkömmliche Art zu essen und mit der Gabel drauf drückt, dann quetscht es die Creme an den Seiten heraus, oder? Es ist ein schwieriges Problem. Seit 13 Jahren bin ich in der Schweiz, seit 13 Jahren verfolgt mich dieses Problem. Und im Restaurant Sur N in Zürz, die haben das Problem gelöst. Die haben also einen Teig, der ist eher brüchig und luftig. Und die haben eine Creme, die ist eher schwer und fest. Und das kann man also auf die herkömmliche Art essen. So, und genauso wie das Restaurant Sur N in Zürz dieses Problem gelöst hat, das Cremeschnittenproblem, so hat Satoshi Nakamoto das Double Spending Problem gelöst. Das ist das, was Bitcoin ist. Bitcoin ist die Lösung eines Problems, eines schwierigen Problems. Ich sage, es ist objektiv schwierig, es ist ein objektiv schwieriges Problem. Das Problem gibt es seit mindestens 20 Jahren und wurde erst 2008 gelöst. Ja. So, und genauso wie jemand, der noch nie eine herkömmliche Cremeschnitte gegessen hat, überhaupt nicht beurteilen kann, wie toll das ist, dass dieses Problem endlich gelöst wurde. Ja.
für den, dem schmeckt das auch, diese Cremeschnitte, aber der wird es gar nicht beurteilen können. Für mich war das eine Offenbarung, oder? Seit 13 Jahren herkömmliche Cremeschnitte und die Gabel geht da nicht durch, die Creme quetscht raus. Und endlich habe ich mal eine Cremeschnitte, die man gut essen kann. Ne? Genauso werden Sie nicht verstehen, wenn Ihnen jemand die Funktionsweise von Bitcoin erklärt, wenn Sie nicht verstehen, was das Problem ist, was Bitcoin löst. Ja. Und das ist heute mein Ziel. Sie sollen wirklich verstehen, warum Bitcoin so funktioniert, wie es funktioniert. Sie wissen bereits, wie es funktioniert, aber vielleicht vergessen Sie das erstmal alles wieder, was Sie gelernt haben. Ja? Und wir fangen bei Null an. Wirklich bei Null. Darf ich fragen, wer noch nie E-Banking gemacht hat? Sie haben alle schon E-Banking gemacht und genau da fangen wir an. Ich werde Ihnen eine Reihe von Protokollen vorstellen und ich werde anfangen mit Bankcoin. Bankcoin ist einfach nur das E-Banking, was Sie alle kennen. Und dann werden wir sehen, jedes dieser Protokolle hat ein Problem, was wir lösen werden, um zum nächsten Protokoll zu kommen. Und das letzte Protokoll wird das Bitcoin-Protokoll sein. Fangen wir an mit Bankcoin, mit dem ganz normalen E-Voting. Ja, wir haben wieder Alice und Bob. Und wir haben auch noch Charlie, ja, das sind normale Teilnehmer im Netzwerk. Und wir haben so einen speziellen Teilnehmer im Netzwerk, ja, die Bank. Und die Bank verwaltet die Kontostände. Die Bank sagt, ja, bei Alice hat 3 Coins, Bob hat 1 Coin. Und Charlie hat 4 Coins auf seinem Konto. Ja. Und wenn jetzt Alice Bob einen Coin überweisen möchte, was macht sie dann? Ja, dann schickt sie überhaupt nichts an Bob, dann schickt sie etwas an die Bank. Und zwar die Transaktion, ich Alice, ich möchte einen Coin an Bob überweisen. Ja. Dieses I Alice, das ist eine digitale Signatur bei mir. Ja. Im E-Voting ist das was anderes, ihr E-Voting-Passwort. Ja. Also irgendwie authentisiert sich Alice. Ja. Irgendwoher weiß die Bank, dass diese Nachricht wirklich von Alice kommt. Und was die Bank macht, ist, sie prüft jetzt diese Transaktion. Ja. Kommt die wirklich von Alice? Und hat Alice genug Geld auf dem Konto, um die Transaktion auszuführen? Und dann macht die Bank ein Update auf ihren Kontoständen. Ja? Sie passt die Kontostände an und Alice hat dann nicht mehr 3 Bitcoin, sondern nur 2 und Bob hat einen mehr. Das ist das E-Voting-Protokoll, das ist Bankcoin. Sie kennen es alle. So, und jetzt fragen wir uns, kann irgendjemand in diesem Protokoll beliebig Geld erzeugen? Ja? Wenn ich die Kontostände manipulieren kann. Wer kann das? Wer kann das? Die Bank. Die Bank passt einfach den Kontostand von Charlie an, von 4 auf 10 Coins und schon hat sie 6 Coins kreiert. Ja? Also die Bank kann alleine Geld kreieren. Kann irgendjemand Geld stehlen? Die Bank. Auch die Bank. Die Bank kann einfach diesen Wert erniedrigen und schon hat sie Charlie Geld gestohlen. Kann die Bank Transaktionen zensieren? Ja, sie ignoriert einfach die Transaktion, die Alice schickt. Also die Bank hat eine Menge Macht in diesem Protokoll. Ja. Und jetzt ist die Frage, ja, kommen wir auch ohne Bank aus? Wäre das möglich? Wenn ich die aus diesem Bild streiche, naja, Wie will ich die aus diesem Bild streichen? Dann ist ja die erste Frage, na Moment, wer verwaltet denn dann die Kontostände? Wer soll dann die Kontostände verwalten? Sagen Sie es mir. System. Welches System? Das neue. Das neue System. Also Sie möchten die Bank ersetzen durch ein neues System, das Blockchain-System? Also das ist einfach ein zentrales System, das heißt hier Bank, aber wir wollen natürlich kein zentrales System mehr, oder? Alice, Bob und Charlie. Alice, Bob und Charlie sollen untereinander Transaktionen austauschen können, ohne eine zentrale Instanz. Wer verwaltet also den Ledger? Was ist die einzig mögliche Antwort? Das Peer-to-Peer-System. Also wer? Wer ist das? Das Protokoll, die Blockchain.
Also ein Protokoll verwaltet keine Daten. Wir haben vier Punkte hier drauf, oder? Einen streiche ich. Jetzt ist die Frage, wo ist dann der Ledger? Wo speichere ich den Ledger? Bei den anderen dreien, genau. Jeder verwaltet den Ledger. Und wir streichen die Bank und sagen, jeder von den dreien verwaltet den Ledger. Und das ist Naivcoin. Das hier ist das nächste Protokoll. Wir eliminieren die Bank und wir geben die Aufgabe der Ledgerverwaltung, übergeben wir den einzelnen Knoten. Also Alice, Bob und Charlie. Hier sind nochmal die Bankcoin-Regeln. Ja? Also die Bank hat den Ledger, die Bank akzeptiert alle gültigen Transaktionen. Jeder schickt seine Transaktion an die Bank. Ja? Und das Problem ist, die Bank kann Geld stehlen, Transaktionen zensieren, Geld kreieren. Ja? Ich sage nicht, dass Banken das tun. Aber ich sage, dass Banken das können. Und dass Banken das können, ist teuer. Denn das führt zu Compliance-Abteilungen und riesengroßen Compliance-Abteilungen, die nichts anderes tun, als den Bankmitarbeitern auf die Finger schauen, dass die wirklich ihre Arbeit richtig machen. So, und jetzt kommen wir zu Naivcoin. Da hat also jetzt jeder einen Ledger. Ja? Alice hat einen Ledger, Bob hat einen Ledger und Charlie hat einen Ledger. Jeder hat den Ledger. Und wenn Alice eine Transaktion schickt, dann schickt sie die Transaktion natürlich nicht mehr an die Bank ist nicht mehr da. Sie muss die Transaktion an alle schicken. Ja? Schickt also die Transaktion sowohl an sich selbst, das steht jetzt nicht da, aber sie schickt auch an Bob und an Charlie die Transaktion. So, und jeder Knoten macht dann das, was die Bank normalerweise tut. Validiert die Transaktion und updatet den Ledger. Ja? So, und jetzt hat Alice ihren Bitcoin, ihren Coin überwiesen. Ja, jetzt hat Bob den Bitcoin, oder den Coin, ja, einen Coin mehr. So, Naivcoin hat aber ein Problem. Sieht jemand, oder fragen wir uns erstmal, ob ist das Problem überhaupt schon gelöst? Kann in diesem Protokoll jemand Geld erzeugen? Gibt es eine einzelne Partei, die Geld erzeugen kann, ist die Frage. Gibt es nicht. Kann eine einzelne Partei Geld stehlen? Wie? Indem man den lokalen Kontostand. Okay, also Charlie möchte Alice Geld stehlen. Zählt das also runter auf 1 und fügt den bei sich hinzu. Was nützt Charlie das? Wenn Charlie eine Transaktion an Bob schickt, Bob nimmt seinen Ledger zur Validierung der Transaktion. In diesem Protokoll kann niemand Geld stehlen, auf diese einfache Weise. Es geht nicht. Ja. Kann jemand Transaktionen zensieren? Wie? Alle, indem sie. Gibt es eine einzelne Partei, die Transaktionen zensieren kann? Nein, keine Partei kann Transaktionen zensieren. Wenn Alice eine Transaktion an Bob schicken will und Charlie die nicht akzeptiert, ja, alle anderen haben sie akzeptiert. Charlie kann nur seinen eigenen Ledger, auf seinem eigenen Ledger verhindern, dass diese Transaktion gut geschrieben wird. Ja? Nicht auf dem Ledger aller anderen. Also dieses Protokoll macht schon vieles richtig. Hat aber ein Problem. Wollen Sie darauf hinaus? Ja, Alice könnte beispielsweise Bob und Charlie gleichzeitig zwei Bitcoins schicken oder zwei Coins schicken. Das kommt später. Es gibt noch ein viel schlimmeres Problem. Es gibt noch ein viel schlimmeres Problem. Ja? Nein, nein. Schauen Sie, man sieht es noch nicht. Also, diese Transaktion, das sind ja einfach Daten, ja? I, Alice, want to transfer one coin to Bob. Das ist einfach eine Nachricht, das ist eine digital signierte Nachricht mit dem Schlüssel von Alice, mit der Aussage, ich möchte Bob einen Coin überweisen. Ja? Jetzt bekommt Bob diese Nachricht, ja? Und alle im gesamten Netzwerk wird Bobs Kontostand abgedeckt. So, und jetzt schickt Bob diese Transaktion nochmal. Was passiert denn dann? Und dann schickt er die nochmal. Und am Ende ist Alices Konto leer und alles ist bei Bob. Ja? Das nennt man eine Replay-Attacke. Ja? Wenn man eine Nachricht bekommt, die eigentlich nur einmal hätte geschickt werden sollen, und man nimmt sie und man schickt sie nochmal. Das ist eine Replay-Attacke. Und dieses Protokoll ist anfällig für Replay-Attacken.
Und das ist jetzt das erste Problem, was wir lösen müssen, die Anfälligkeit für Replay-Attacken. Hat jemand eine Idee, wie wir diese Anfälligkeit für Replay-Attacken lösen? Ja? Man könnte Signaturen verwenden, die nur einmal verwendet werden dürfen. Ja, vielleicht. Oder die Summe eingefrieren. Die Summe eingefrieren. Verstehe ich nicht das genau. Das Volumen wächst nicht, also das muss immer, das Volumen kann nicht wachsen. Da kann man nur verschieben. Also wie verhindern wir, dass Bob, also Alice schickt eine Transaktion, ich möchte einen Coin an Bob überweisen. Und die wird ausgeführt von allen Teilnehmern im Netzwerk. Und jetzt nimmt Bob diese Nachricht und schickt die nochmal los. Ich stelle nochmal los. Wie verhindern wir das? Nur der originäre Sender kann das ausführen. Das kann nicht. Also es gibt verschiedene Arten, das zu lösen. Das Ethereum-Netzwerk zum Beispiel löst es mit einer Sequence-Number. Da hat einfach jede Transaktion hat eine Nummer und diese Nummer wird hochgezählt. Das ist nicht die kanonische Art und Weise, wie das gelöst wird. Die kanonische Art und Weise, wie das gelöst wird, ist... erstmal noch die Regeln. Ja, also die Regeln sind praktisch wie vorher, wie beim Bankcoin, ja, aber jetzt hat eben jeder Knoten eine Kopie des Ledgers. Jeder Knoten akzeptiert alle gültigen Transaktionen und updatet seinen Ledger. Und Transaktionen werden zu allen Knoten geschickt. Ja. Und das Problem sind eben die Replay-Attacken. Und diese Replay-Attacke wird folgendermaßen gelöst. Im nächsten Protokoll, das heißt Signature Chain Coin. Und im Wesentlichen wird für jeden Coin seine gesamte Transaktionshistorie gespeichert. Also ein Ledger, der beinhaltet jetzt nicht mehr für jeden Account eine Zahl, ja, die Anzahl Coins, die er hat, sondern eine Liste von Coins. Ja, und was ist ein Coin? Ein Coin ist die Transaktion, die diesen Coin transferiert hat. Ja. Hier ist ein Beispiel. Wenn Alice den Coin X0 hat und schickt ihn an Bob, dann ist dieser Coin, das ist diese Transaktion X1 und das ist der I, Alice, want to transfer Coin X0 to Bob, haben wir ja schon gesehen, ja, also eine signierte Nachricht. Und wenn Bob diesen Coin X1 jetzt weiter an Charlie schicken will, dann ist das jetzt die Transaktion X2, I, Bob, want to transfer Coin X1 to Charlie, also I, Bob, want to transfer Coin und dann Klammer I, Alice, want to transfer Coin X0 to Bob, Klammer zu, to Charlie. Also jeder... Ein Coin ist die Liste aller der Transaktionen, die jemals passiert sind mit ihm. Und so ist es jetzt nicht mehr möglich, dass Bob eine Replay-Attacke auf Alice durchführt, denn Alice hat den Coin nicht mehr, den sie Bob geschickt hat. Das ist Signature Chain Coin. Ja, also Alice hat den Coin X0. Alle wissen, Alice hat den Coin X0. Die anderen Coins, die haben noch mehr Coins, ja, die spielen jetzt für keine Rolle. Ja. Das sind die drei Punkte. Und wenn Alice jetzt sagt, ich möchte den Coin X0 an Bob übertragen, dann schickt sie wieder diese Transaktion an alle Knoten. Also insbesondere Bob und Charlie bekommen die. Bob und Charlie validieren die, sehen, ja, Alice hat den Coin X0 und sie ersetzen ihn durch Coin X1 auf Bobs Konto. Ja? Und das ist jetzt eben nicht mehr Coin X0, sondern eben X1, weil da ist ja noch eine Transaktion drumrum sozusagen, ja? Noch eine Signatur mehr. Und weil das eben so zu so einer Kette von Signaturen führt, heißt der Signature Chain Coin. Ja? So, und in Signature Chain Coin, hier sind nochmal die Regeln, ja? Also a ledger stores a list of coins for each account. A coin is the transaction that transferred it. Ja? Und jetzt sind Replay-Attacken nicht mehr möglich. Und jetzt kommt das berühmte Double Spending Problem. Dieses Protokoll ist bekannt seit, weiß ich nicht, Ende der 70er Jahre. Also wie man Replay-Attacken löst, das weiß man schon lange. Aber das Double Spending Problem, was jetzt kommt, das ist erst 2008 gelöst worden. Und jetzt, was ist das Double Spending Problem? Wir haben wieder Alice und Bob und Charlie. Und Alice besitzt Coin X0. Ja. Und jetzt schickt Alice zwei Nachrichten los. Sie schickt eine an Bob. I, Alice, want to transfer Coin X0 to Bob. Und zu Charlie schickt sie, I, Alice, want to transfer Coin X0 to Charlie. Ja.
wie der Kavalier, der zwei Damen verspricht, sie zu heiraten und daraus irgendwelche Vorteile zieht. Genauso hat Alice jetzt Bob einen Coin überwiesen und hat vielleicht von Bob ein Buch gekauft zum Preis von einem Coin. Und von Charlie hat sie vielleicht einen Kaffee gekauft zum Preis von einem Coin. Und sie besitzt also jetzt Buch und Kaffee und hat nur einen Coin ausgegeben. Ja. Denn sowohl Bob validiert diese Transaktion, denn was checkt er? Er überprüft, kommt die wirklich von Alice? Ja, sie kommt wirklich von Alice, die Transaktion. Und hat Alice diesen Coin X0? Ja, sie hat den Coin X0. Bob akzeptiert also diese Transaktion. Und Charlie akzeptiert die Transaktion auch. Er schaut nach, kommt diese Nachricht wirklich von Alice? Ja, das kommt sie. Und hat Alice Coin X0? Ja, den hat sie. Also akzeptiere ich die Transaktion. Das heißt, am Ende haben wir einen inkonsistenten Zustand. Ja, Bob ist der Meinung, er hat den Coin X von Alice bekommen. Und Charlie ist der Meinung, er hat den Coin bekommen von Alice. Und wenn die dann später, wenn dann zum Beispiel Bob bei Charlie einen Kaffee kaufen will und ihm den Coin XB überweisen will, dann wird Charlie die Transaktion nicht akzeptieren. Ja. Das ist das Double Spending Problem. Und das war offen, war über 20 Jahre offen, ja, ungelöst. Und das wurde gelöst 2008. Haben Sie eine Idee, wie man das lösen könnte? Ja? Timestamp, wahrscheinlich hat auch jede Bitcoin hat seinen eigenen Fingerabdruck. Also hier hat ja jeder Coin ist ein anderer. Der Coin ist seine gesamte Transaktionshistorie. Ja? Also wenn ein Coin einmal transacted wurde, dann ist das ein anderer Coin. Timestamps, verstehe ich nicht, wie das das Double Spending Problem lösen soll. Wenn ich zwei E-Mails sende, haben die vielleicht das System, also ich kenne da nicht die Applikation, aber wahrscheinlich ein System, wo nur eine nach den anderen rausgehen kann und nicht zwei gleichzeitig. Exzellent. Das ist genau die Idee. Wir brauchen irgendwie ein Kanal, wo nur eine Nachricht rausgehen kann und nicht zwei. Denn genau das ist das Problem hier. Hier werden zwei Nachrichten geschickt. Eine an Bob und eine andere an Charlie. Genau das ist das Problem. Wenn ich eine Möglichkeit hätte, eine Nachricht so zu schicken, dass alle dieselbe Nachricht bekommen, dann wäre das nicht möglich. Diese Double Spending Attacke. Und so ein Akt, das nennt man ein Public Announcement. Ein Public Announcement ist Public Announcement Coin. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Protokoll. Public Announcement Coin mit Regeln, die sind genauso wie Signature Chain Coin. Aber jetzt, statt eine Transaktion an jeden zu schicken, wird die Transaktion öffentlich angekündigt. Das ist etwas völlig anderes. Wenn ich jedem von meinen Studenten ins Ohr flüstere, Freitag ist die Prüfung, dann weiß zwar jeder, dass Freitag die Prüfung ist, aber er weiß nichts über den Wissensstand der anderen. Wenn ich mich aber vorne hinstelle und sage, Freitag ist die Prüfung, dann weiß nicht nur jeder, dass Freitag die Prüfung ist, sondern er weiß auch, dass die anderen wissen, dass Freitag die Prüfung ist. Ja? So, jetzt ist das Protokoll also so, wenn ich Matthias einen Coin überweisen will, dann kann ich nicht hingehen und sagen, Matthias, ich überweise dir einen Coin. Das geht nicht, den wird er nicht akzeptieren. Er wird ihn nur akzeptieren, wenn ich mich hinstelle und sage, Matthias, ich überweise dir diesen Coin. So, dass sie es alle hören. Ja? Das ist ein Public Announcement. Also ein Public Announcement ist eine Nachricht, die alle sehen. Das heißt, jeder weiß, dass alle anderen sie auch bekommen haben. Genau, und jeder Knoten akzeptiert eben nur Transaktionen, die öffentlich angekündigt sind. Und das löst das Double Spending Problem. Jetzt kann Alice eben nicht mehr der einen Hälfte das eine sagen, der anderen Hälfte das andere. Ja. Geht jetzt nicht mehr. Ja, dann haben wir es gelöst, oder? Das Problem. Jetzt ist die Frage, wie implementieren wir denn Public Announcements im Internet? Also wenn Sie auf irgendeinen Webserver gehen und dort irgendwas lesen, das ist kein Public Announcement, oder? Sie haben keinerlei Garantie, dass jemand, der zwei Sekunden später kommt und auf demselben Webserver nachschaut, dass der dort dieselbe Nachricht vorfinden wird. Die haben Sie nicht. Ja? Also irgendwas einfach irgendwo publizieren, das ist kein Public Announcement. Ja?
Ja, haben Sie eine Idee? Wie macht man so ein Public Announcement? Wir müssen ja irgendwie so einen zentralen Kanal haben, den Public Announcement Kanal. Ja? Ja? Wir brauchen wieder die Bank, aber genau die wollen wir ja vermeiden. Genau die wollen wir ja vermeiden, oder? Was machen wir? Wir brauchen eine zentrale Instanz, die immer diese Public Announcements macht, aber wir wollen keiner Instanz, keinem von unseren Knoten zu viel Macht geben. Also was machen wir? Wir wählen einfach ab und zu einen sogenannten Leader. Und dieser Leader, der macht dann das Public Announcement. Und der wird zufällig gewählt. Ja? So habe ich dann immer eine zentrale Stelle, aber die zentrale Stelle ist mal der eine Knoten, mal der andere Knoten. Ja? Und das ist das Protokoll von Election Coin. Ja? Election Coin funktioniert wie Signature Chain Coin, aber jetzt passiert Folgendes. Jeder Knoten behält alle Transaktionen, die er bekommen hat, aber die sind noch nicht, die werden noch nicht irgendwie eingetragen. Die werden einfach vorgehalten im sogenannten Transaction Pool. Die heißen Unconfirmed Transactions. Ja. Und dann wählen diese Knoten periodisch unter sich selbst einen Führer. Und der Führer, der darf dann, der Führer ist kein gutes Wort, der Leader, ja, der Leader darf dann sagen, was die gültige Transaktionsmenge ist, was der gültige Transaction Pool ist. Der broadcastet dann seinen Transaction Pool. Und jeder Knoten übernimmt dann den Transaction Pool von dem Leader und wirft seinen eigenen weg. Ja? Und so, so stellen wir sicher, dass alle Knoten denselben Transaction Pool bekommen. Ja? Jetzt haben wir eine Implementation von Public Announcements. Der Leader macht einfach dieses Public Announcement. Ja? Und alle hören auf den Leader. Ja? So, jetzt ist noch die Frage, na Moment, jetzt müssen wir ja wählen, jetzt müssen wir irgendeinen Knoten wählen. Wie machen wir denn das? Jetzt gibt es ein ganzes Teilgebiet vom verteilten Rechnen, Distributed Computing, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit Leader-Election-Algorithmen. Ein ganzes Gebiet, ja. Hunderte von Leuten, vielleicht tausende von Leuten weltweit arbeiten an diesem Problem. Und keinen ihrer Algorithmen können wir verwenden. Dann wird neu. Das sind alles Fantasieprotokolle, die nicht wirklich existieren, mit denen ich Sie didaktisch hinführen will auf das Bitcoin-Protokoll. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, was die Antwort auf Ihre Frage ist. Habe ich mir gar nicht überlegt in meinem Protokoll. Aber wir fragen uns noch, wie wir überhaupt. Das Protokoll existiert auch gar nicht. Ich habe Ihnen ja noch gar nicht gesagt, wie ein Leader gewählt wird, oder? Also das gibt es gar nicht. Ja? Also jetzt Frage, wie wählen wir den? Jetzt, wenn wir die normalen Leader-Election-Algorithmen aus dem Distributed Computing, die geben natürlich jedem Knoten eine Stimme. Ja? Und so wählen die Knoten dann einen Leader. Ist das eine gute Idee für ein E-Cache-System? Ja, wenn wir, sagen wir mal, 2000 Knoten im Netzwerk haben und jetzt kommt Google daher und reserviert sich 10.000 IP-Adressen und tut so, als wäre es 10.000 verschiedene Knoten, dann wird natürlich immer ein Rechner von Google gewählt als Leader, oder? Das wollen wir natürlich nicht. Das nennt sich eine Sybil-Attacke. Ja? Also wenn jemand so tut, als wäre er mehrere, das ist eine Sybil-Attacke. Und alle Leader-Election-Algorithmen aus dem Distributed Computing sind anfällig für Sybil-Attacken. Ja? Das können wir also nicht machen. Wir können nicht einem Knoten eine Stimme geben in der Leader-Election. Das wird nicht funktionieren. Ja? Und jetzt kommt der Durchbruch von Satoshi Nakamoto 2008. Er hat also gesagt, na gut, wenn ich nicht eine Stimme pro Knoten verteilen kann, dann verteile ich eben eine Stimme pro Berechnungskapazität. Man bekommt also Stimmrechte anteilig zur Rechenkapazität. Und damit wird es schwierig, Sybil-Attacken durchzuführen, denn es reicht nicht aus, irgendwie 10.000 IP-Adressen zu registrieren, sondern man muss wirklich die Rechenkapazität des Netzwerkes übertreffen, um das Netzwerk zu übernehmen. Und das ist Proof of Work
Coin. Und Proof of Work Coin funktioniert folgendermaßen. Es ist genau wie Election Coin, aber jetzt ist es so, dass die Leader Election folgendermaßen funktioniert. Alle Knoten arbeiten an einem Computational Puzzle. Ja, das ist ein schwieriges Problem, ein Problem, was schwierig zu lösen ist, aber wenn ich es einmal gelöst habe, dann muss die Lösung leicht zu verifizieren sein. Also wenn Sie irgendwann mal Gleichungen gelöst haben, die schwer zu lösen waren, und dann hatten Sie die Lösung und konnten die einfach einsetzen und ausrechnen, das ist so eine Art, diese Art Problem brauchen wir. Ja? Also die Lösung muss schwer sein und die Lösung zu überprüfen muss einfach sein. Und an einem solchen Problem arbeiten alle Knoten separat voneinander, unabhängig voneinander. Und der Knoten, der das Problem zuerst löst, der wird Leader. Und der Leader, der broadcastet seinen Transaction Pool zusammen mit der Lösung des Puzzles. Und ein Knoten akzeptiert dann den Transaktionspool, wenn er die Lösung verifizieren kann. Ja? Das kommt gleich. Also erstmal, wenn das so ist, ja, wenn das so ist, dann ist jetzt eine Sybil-Attacke schwer, ja, denn jetzt reicht es nicht mehr, viele IP-Adressen zu registrieren, sondern jetzt muss ich die Rechenkapazität des Netzwerks übertreffen. Das Puzzle ist folgendes. Jetzt ist, ja, nee, Moment. Dieses Puzzle, jetzt muss dieses Puzzle ja irgendwie mit dem Transaction Pool zusammenhängen, denn sonst könnte ich ja, wenn bei mir der Transaction Pool mit der Puzzle Solution vorbeikommt, dann könnte ich einfach den Transaction Pool wegschmeißen, meinen eigenen ranhängen an die Puzzle Solution und das weiterleiten. Ja? Das darf also nicht möglich sein. Diese Puzzle Solution muss also mit dem Transaction Pool zusammenhängen. Ja? Und das Puzzle, was Bitcoin verwendet, ist also folgendes. Wir nehmen den derzeitigen Transaction Pool, TXP, ja? Und jetzt finden wir einen Nonce, also eine Zahl, ein Bitstring, ein Nonce, sodass der Hash von dem Nonce konkateniert mit dem Transaction Pool mit einer bestimmten Anzahl von Nullen anfängt. Wer weiß, was kryptografische Hashfunktionen sind? Ja, das sind Funktionen, die sind sehr einfach zu berechnen, aber wenn ich den Funktionswert habe, ist es unmöglich, wieder das auf das Argument zu schließen. Die einzige Möglichkeit, auf das Argument zu schließen, es sei denn, ich probiere alle durch. Ja? Also das ist so ein Problem, was einfach zu verifizieren ist, aber die einzige Art, es zu lösen, ist, nämlich ganz viele Nonces probiere. Ja? Ich probiere Nonce 1, funktioniert nicht, fängt nicht mit so und so vielen Nullen an. Nonce 2 funktioniert nicht, fängt nicht mit so vielen Nullen an. Nonce 3 und so weiter. Ja? Und irgendwann habe ich zufällig eins gefunden, was mit so vielen Nullen anfängt, und dann kann ich meinen Transaction Pool broadcasten. Das ist das Puzzle. Ja. Und das steckt natürlich im Protokoll. Ja. Also in der Software, die auf jedem Knoten löst, die auf jedem Knoten läuft, ist dieses Puzzle einprogrammiert. Ja. So, damit haben wir jetzt die Sybil-Attacke gelöst. Ja. Das ist der wesentliche Durchbruch, oder? Von Satoshi Nakamoto. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch ein Problem, und das ist hier, was passiert jetzt, wenn zwei Knoten das Puzzle zur selben Zeit lösen. Was meine ich mit derselben Zeit, oder? Wir haben diese Hälfte vom Netzwerk, wir haben diese Hälfte vom Netzwerk, oder? Matthias findet den Knoten in der einen Hälfte vom Netzwerk, ich finde ihn in der anderen Hälfte des Netzwerks. Also normalerweise ist es ja so, wenn er seinen Transaction Pool mit der Puzzle Solution broadcastet und ich empfange sie, dann übernehme ich seinen Transaction Pool und fange neu an einem Puzzle zu rechnen. Ja? Jetzt kann es doch aber sein, dass während seine Lösung auf dem Weg ist, die ist ja nicht sofort bei mir, die wandert erst durchs Netzwerk, das dauert ein paar Sekunden, bis die bei mir ist. Jetzt kann es doch sein, dass ich genau in dieser Zeit auch einen finde. Ja? Dann haben wir also zwei Lösungen. Er hat seinen gebroadcastet, ich habe meinen gebroadcastet. Wir haben auch leicht unterschiedliche Transaction Pools. Ja? Sei es, weil gewisse Transaktionen es nicht bis zu ihm geschafft haben, sei es, weil jemand eine Double Spending Attacke gemacht hat, ja, und ihm eine andere Transaktion geschickt hat als mir. Wir haben also unterschiedliche Transaction Pools. Wenn also meine Hälfte vom Netzwerk dann einen anderen Transaction Pool hat als seine, dann haben wir inkonsistente Ledgers. Ja? Das können wir nicht haben, das geht nicht, das darf nicht sein. Ja, wie verhindern wir das? Mein Vorsprecher hat es eigentlich schon erzählt in seinem Vortrag. Mal sehen, wer drauf gehört hat. Ein Sturm hat sich geklärt.
Sie haben zumindest die Information mitgenommen, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Ja, genau, das ist richtig. Das ist richtig. Und die Lösung für dieses Problem, das ist eben jetzt die Blockchain. Ja, also bisher haben wir keine Blockchain und die führen wir jetzt ein mit Blockchain-Coin. Und der Grund, dass wir die einführen, ist, dass wir eben mit dem Fall umgehen müssen, dass zwei Leader, also dass zwei Knoten denken, sie sind Leader zur selben Zeit. Ja. Und die Regeln von Blockchain-Coin, die sind jetzt genauso wie Proof-of-Work-Coin, aber jetzt broadcastet der Leader nicht nur den Transaction Pool zusammen mit der Nonce, sondern der broadcastet einen sogenannten Block. Und dieser Block besteht aus, wie bisher, dem Transaction Pool, wie bisher der Nonce und jetzt neu auch noch dem Hash des vorherigen Blockes, auf dem er seine Lösung aufbaut. So, und jetzt sind die Regeln noch, jeder Knoten validiert und speichert alle Blöcke, die er bekommt, ja. Also jeder Knoten nimmt alle Blöcke, die er von irgendwoher bekommt, speichert die und validiert die. Ja? Und jeder Knoten arbeitet jetzt an dem Puzzle, ja? Kontinuierlich arbeitet jeder Knoten an dem Puzzle. Und zwar basierend auf welchem Kontostand denn? Ja? Basierend auf welchem Kontostand denn? Und jetzt nimmt er eben die Blockchain mit die längste Chain, die er finden kann. Ja? Also ich habe hier einen Block, ja, der ist verkettet mit dem nächsten Block und jetzt bekomme ich zwei Blöcke. Ja. Dann kann ich mir aussuchen, auf welchem ich arbeite. Ja. Aber sobald einer länger ist, dann weiß ich, ich muss auf dem arbeiten, auf dem längeren. Ja. Also ich behalte alle Blöcke, die formen dann einen Baum und ich arbeite auf dem längsten Ast des Baumes. Ja. So, und jetzt ist die Frage, ist es jetzt gelöst, wenn Matthias und ich gleichzeitig einen Block finden? Was passiert dann? Naja, sagen wir, okay, Alice und Bob. Nehmen wir Alice und Bob. Matthias ist Alice, ich bin Bob. Die finden beide die Lösung zur selben Zeit und broadcasten ihren Block. Ja? Meine Hälfte vom Netzwerk hat meinen Block. Matthias' Hälfte hat, Alice's Hälfte hat ihren Block. Ja? So, jetzt nimmt, genau, die Hälfte des Netzwerks. Jetzt wird es irgendwann passieren, dass irgendein Knoten einen neuen Block findet. Und dieser jemand ist entweder in der Hälfte vom Netzwerk oder in der. Ja? Und je nachdem, in welcher Hälfte, ja sagen wir mal, das ist Charlie. Charlie sitzt in Alices Hälfte des Netzwerks. Ja? Dann hat auf einmal er die längste Chain of Work. Er hat am meisten Arbeit geleistet in dieser Chain. Ja? Und jeder andere im Netzwerk, auch wir, auch unsere Netzwerkhälfte, wird die auf der längsten Chain aufbauen, wird also Charlies Block übernehmen und damit auch Alices Block. Und Bobs Block wird verworfen. So, und das löst das Problem, wenn zwei Knoten die Lösung zur selben Zeit finden. Ja. Denn es ist ja extrem unwahrscheinlich, dass sie immer wieder zur selben Zeit Lösungen gefunden werden. Ja. So, und damit sind wir, jetzt wissen Sie alles. Sie wissen wirklich alles, was wichtig ist, wissen Sie. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine kleine Formsache. Ja. Und das ist noch ein kleines Problem. Ja. Und das Problem ist, wir gehen ja bisher davon aus, dass wir pro Transaktion einen Coin schicken, immer. Und das stellt sich heraus, das ist natürlich mühsam. Ja. Denn entweder, wenn die Coins nur einen sehr geringen Wert haben, dann müssen wir eine Menge Transaktionen schicken, um einen großen Betrag zu überweisen. Ja. Oder wenn ein Coin einen recht großen Wert hat, dann können wir keine Mikrotransaktionen schicken. Ja? Also wir können nicht, wenn wir nur einen Coin pro Transaktion schicken, dann müssen wir uns irgendwie entscheiden. Entweder wir machen Mikrotransaktionen oder wir machen große Beträge. Und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich beides. Ja? Wir wollen sowohl kleine Beträge überweisen können, als auch sehr große. Und das ist jetzt eigentlich noch der einzige Unterschied, der einzige wesentliche Unterschied noch zu Bitcoin, dass Bitcoin eben nicht einen Coin pro Transaktion überweist, sondern Transaktionen in Bitcoin haben diese Form. Die bestehen aus Inputs und Outputs. Und ein Output, das ist im Wesentlichen ein Wert mit einem Schloss dran. Der Wert ist, was weiß ich, 0,3 Bitcoin, möchte Alice an Bob überweisen. Das ist der Wert, 0,3. Und das Lock,
Das Lock ist jetzt eben ein Schlüssel, ein Public Key, der Public Key von Bob. Und damit locke ich diese Bitcoins und sage, nur der den Private Key, der zu dem Public Key von Bob gehört, darf das ausgeben. Also das ist ein Output. Ein Output ist ein Wert mit einem Lock. Und ein Input, das ist nichts weiter als eine Referenz auf einen Output einer vorherigen Transaktion zusammen mit dem Schlüssel zu diesem Lock, ja, zu diesem Schloss. Also das wäre dann eine Signatur mit dem Private Key, der zu dem Public Key von Bob gehört. Und da kann man dann eben mehrere Inputs und mehrere Outputs haben. Ja, das ist typisch, wenn Sie beim Bäcker einkaufen und Sie kaufen irgendwie einen Zopf mit einem 10-Franken-Schein, dann kostet er irgendwie 3 Franken und dann kriegen Sie 7 Franken zurück. Ja? Und genauso ist es jetzt hier so, Sie haben eine Transaktion mit einem Input von 10 Coins, ja? Und das, was Sie kaufen, kostet nur 7 Coins, das heißt, da gehen 7 Coins an den Händler und 3 Coins gehen an den Händler, 7 Coins gehen an Sie zurück. Ja? Das ist also die Cash-Analogie funktioniert hier sehr gut. So, und wie funktioniert Transaktionsvalidierung? Hier haben wir jetzt mal eine Transaktion, so wie sie wirklich vorkommt im Bitcoin-Netzwerk. Was ist Hash? Kannst du das Hash machen? Ja, eine Hash-Funktion, das ist eine Prüfsummenfunktion. Oder wir zum Beispiel, ich vergebe einen String, ich habe einen String und die Funktion, eine typische Prüfsummenfunktion wäre jetzt, was weiß ich, ich nehme die, also das ist ja ein digitaler Wert, ja, ist also eine Zahl, ja, und ich nehme von dieser Zahl die Quersumme oder so, ja, nehme die Quersumme. Das wäre jetzt so eine Prüfsummenfunktion, oder? Man berechnet eine Prüfsumme von einem Wert, ja. Und diese Hash-Funktion, die haben jetzt eben noch das sind nicht beliebige Prüfsummen, ja, nicht beliebige Prüfsummen, sondern das sind Prüfsummen, bei denen, wenn ich eine Prüfsumme gegeben bekomme, kann ich nicht so schnell, ist es sehr mühsam, einen Wert zu finden, der tatsächlich diese Prüfsumme hat. Ja. Also eigentlich eine Prüfsumme. Ist eine Prüfsumme. Und diese Prüfsumme ist so groß, dass die Prüfsumme eigentlich die ursprünglichen Daten eindeutig identifiziert. Ja. Also so ist bei dieser Transaktion, wenn man nicht weiß, was eine Hash-Funktion ist, was Hash hier bedeutet, kann man sich ID vorstellen, oder? Das ist die Transaction-ID. Das ist jetzt eine Transaktion mit der ID 7C4025 bla 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 bla. Das identifiziert einfach diese Transaktion. Ja. Und dann hat die eben Inputs und Outputs. Und die Inputs, die bestehen eben, was hatte ich gesagt, oder fangen wir mit den Outputs an. Ein Output besteht aus einem Wert, ja, 0,31 bla Bitcoin werden hier überwiesen. Und das ist jetzt dieses Lock. Ja, hier würde man jetzt einen Public Key erwarten, ja, den Public Key von Bob. Ja. Und in Wirklichkeit ist da aber was anderes. Da ist so ein kleines Programm, so ein kleines Skript, irgendwie ob dup, ob hash, ob equal verify, bla bla bla. Das werden wir gleich noch sehen, was es damit auf sich hat. Und hier haben wir einen Input. Der Input ist eine Referenz auf den vorherigen Output. Ja, welche Bitcoin will ich ausgeben? Die müssen ja zu mir gekommen sein in irgendeiner vorherigen Transaktion. Und der Previous Output, hier steht also die Transaktion, aus der Previous Output kommt. Und das ist der Nullte, also der erste, ja, Informatiker zählen immer mit Null, ja, der erste Output der vorhergehenden Transaktion. Ja. Und dieses Skript-SIG, das beinhaltet jetzt meinen Beweis dafür, wenn ich diese Transaktion verschicke, dass ich diese Bitcoin tatsächlich ausgeben darf. Das ist also typischerweise eine Signatur mit meinem Private Key. Ja. So, und jetzt schauen wir uns nochmal diese Validierung an. Ja, was sind jetzt die Regeln im Bitcoin-Netzwerk, die Transaktionsvalidierung? Für jeden Input checkt that the referenced output exists and is not already spent. Ja, ich kann nur Dinge ausgeben, die ich nicht schon anderweitig ausgegeben habe. Ja. Check that the sum of output values is not greater than the sum of input values. Ja, also das Geld, was ich reinstecke in eine Transaktion, darf nicht weniger sein als das, was rauskommt, klar. Ja. Und für jeden Input wird Script Validation gemacht. Was ist denn das jetzt, Script Validation? Da werden eben diese Skripte validiert. Und wie macht man das? Also jeder Knoten macht Folgendes.
take script sig from the current input, take script pub key from the referenced output, concatenate them and run them. Ja, werden die ausgeführt. Und am Ende ist vielleicht true auf dem Stack. Wenn dann true auf dem Stack ist, ist es okay, dann wird die Transaktion akzeptiert. Wenn nicht, dann wird die verworfen, diese Transaktion. So, und warum macht man das jetzt so kompliziert? Das macht man eben so kompliziert, damit Anwendungen möglich sind, wie folgendes. Wir haben ja bisher immer gesehen, dass Alice hat Bob was überwiesen, ja? Oder Charlie was überwiesen. Die muss aber gar nicht Bob was überweisen. Die kann auch Bob und Charlie was überweisen, indem sie nämlich sagt, two of the given keys need to sign. Ja? Also so eine Bitcoin-Transaktion ist nicht eine Transaktion an eine Person, sondern das stellt man sich besser vor wie so ein Schließfach im Himmel mit einem bestimmten Schloss dran. Ja? Ich lege diese Bitcoins in dieses Schließfach mit einem Schloss dran und hänge ein Schloss dran, was nur Bob aufmachen kann, dann habe ich das Bob überwiesen. Ich kann aber auch ein Schloss dran machen, was nur Bob und Charlie gemeinsam aufmachen können. Dann habe ich es an sozusagen Bob und Charlie überwiesen. Ich kann auch ein Schloss dran machen, was sowohl Bob aufmachen kann, als auch Charlie kann es auch aufmachen. Dann ist wer auch immer halt von den beiden als Erster kommt, der kann dieses Schloss aufmachen und das weiter überweisen. Ja? Also das sind jetzt Anwendungen möglich, die halt ja, anders sind als die normalen Überweisungen, die man so kennt. Ja? So, und das ist Bitcoin. Ja? Also jetzt wissen Sie es. Ja. Merci. Damit bin ich am Ende meines Vortrages und zeige Ihnen nochmal das Bild von der Cremeschnitte. Und Sie können Fragen stellen. Super, vielen Dank. Wenn es die Cremeschnitte gibt, haben wir noch kurz Zeit für ein, zwei Fragen. Gut. Gibt es Fragen oder ist alles jetzt Cremeschnitten klar? Sonst fangen wir doch mal an. Wurden einige Probleme gelöst bislang? Gibt es bereits vielleicht Weiterentwicklungen, wo man daran arbeitet, zu verhindern, dass Missbräuche stattfinden auf einem solchen Netz? Das ist ja auch eine Aufgabe der Zentralinstitution. Oh. Mal besser und mal schlechter gelöst. Was, ja, das ist Missbrauch die Frage. Die Transaktionen werden von der richtigen Person richtig korrekt ausgeführt, aber mit einem für unser Empfinden missbräuchlichen Ziel, zum Beispiel Pump and Dump von Kursen. Wer legt fest, was missbräuchlich ist und was nicht? Einen solchen jemand gibt es nicht im Bitcoin-Netzwerk. Gibt es bereits Techniken, die darauf arbeiten? Gibt es die Frage nicht, das gesamte Ziel war es, die zentrale Instanz zu eliminieren. Und Sie fragen mich, gibt es Arbeit dahingehend, wieder eine zentrale Instanz einzuführen? Nein, deren Funktion zu gewährleisten, weil die wird ja noch nicht gewährleistet durch das neue dezentrale System. Aber was ist deren Funktion? Oder was ist deren Funktion? Deren Funktion muss es sein, oder was, die Funktion dieser Instanz kann es sein, Transaktionen zu verhindern, oder? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, eine Zentralbank, idealerweise. Idealerweise, dass eine Zentralbank die Geldmengensteuerung in einem relativ vernünftigen Maße vornimmt. Das wäre dann so ein Auftrag, der irgendwie drin sein müsste. Also das ist eine ganz andere Frage, oder? Also die Geldmeng, das ist eine Frage zur Geldmengensteuerung. Die erste war so Transaktionszensur eigentlich. Auch die Geldmengensteuerung kann natürlich auf eine Zensur hinauslaufen, wenn man sagen würde, gewisse Transaktionen sind von einer solchen Zentralbank nicht. Aber nicht zulässig, weil das eben zu einem Ausschlag in der Beistand der Kunden gleichzeitig sein. Also die Antwort auf die erste Frage ist, wir sind ja die Bank erst losgeworden, wir sind die Bank losgeworden, oder? Und eine Instanz einzuführen, die über Transaktionen entscheidet, sind die betrügerisch oder nicht, und abhängig davon, lasse ich sie zu oder nicht, das ist eine zentrale Instanz. Aber das müsste man doch dezentralisieren können, dann hätten wir doch das Cremeschnitten-Cremeschnitten-Problem gelöst. Das möchte ich auch dezentral haben, dann wäre das schon. Vielleicht ist es ja kein Problem für die Lösung. Also wie Sie das dezentralisieren möchten.
Aber irgendjemand muss doch festlegen, was missbräuchlich ist und was nicht. Das ist doch per Definition zentralisiert. Das ist also ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Okay, also die Grundlage für viele neue Fragen ist gelegt. Eine Anschlussfrage daran ist, wie viele Bitcoins gibt es und wer kommen die? Haben Sie nichts gesagt darüber? Ja. Es wird maximal 21 Millionen geben. Zurzeit sind 15 Millionen davon bereits entstanden. Es ist so, dass bei jedem Block, jetzt ist es so, jeder Block, der gefunden wird, der muss ja gefunden werden mit Rechenpower, oder? Also ein Knoten steckt da eine Menge Rechenpower rein, um diesen Block zu finden. Richtig? Jetzt ist die Frage, warum macht er das? Der hat ja eigentlich gar keinen Anreiz, oder? Das kostet ja Geld, kostet ja Strom. Und damit er also einen Anreiz hat, bekommt er eben dieses Geld ausgeschüttet. Ja? Also wir haben das Problem, wir müssen die Miner bezahlen, wir müssen die Knoten bezahlen, die diese Blöcke finden, denn sonst sind die nicht bereit, Ressourcen zu investieren in das Finden dieser Blöcke. Ja? Das ist das Problem, was wir auf der einen Seite haben. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn wir eine dezentrale Währung schaffen, die müssen wir ja irgendjemandem geben. Ja, und das lösen wir also miteinander. Wir geben das Geld eben denen, die diese Blöcke finden. So, und das wird also ausgeschüttet. Mit jedem Block, der gefunden wird, wird ein sogenannter Block Reward ausgeschüttet. Das waren anfänglich 50 Bitcoin, waren dann 25 Bitcoin, jetzt sind es noch 12,5. Und das halbiert sich alle 4 Jahre. Das heißt, irgendwann im Jahr 2140 werden keine neuen Bitcoin mehr ausgeschüttet werden mit dem Block Reward. Wohin, in welche Kasse geht das Geld, das ich ausgebe, um Bitcoins zu kaufen? In die Kasse desjenigen, der Ihnen diese Bitcoins verkauft. Achso, es ist einfach wie bei den Aktien, es ist einfach Angebot und Nachfrage. Es gibt nichts Interessantes am Verkauf und Kauf von Bitcoins oder am Handel von Bitcoins. Es gibt nichts, was anders ist als im Handel von Aktien oder Gold oder was weiß ich was. Ja. Noch eine Frage, und zwar an der letzten Stelle dieser Liste stand ja Bitcoin. Jetzt ist meine Frage, ob es noch irgendwelche Probleme gibt, die offen sind. Beispielsweise, dass eben die Bitcoin-Menge irgendwie begrenzt ist und ab einer bestimmten Zeit die Miner nur noch von Transaktionskosten leben müssten. Richtig. Wo die Frage ist, ob das eben machbar ist oder nicht. Richtig. Ist das, oder gibt es noch weitere Probleme? Es gibt viele Probleme, also es gibt sehr viele Probleme. Sie haben ein sehr interessantes Problem angesprochen. Das Netzwerk ist ja immer nur so sicher, wie viel Proof of Work reingesteckt wird in das Finden des nächsten Blockes. Ja? Und irgendwann, wenn dieser Block Reward, ja, jetzt muss ich vielleicht nochmal, um die Frage überhaupt zu verstehen, muss man noch verstehen, es gibt eine Transaktionsgebühr. Es gibt eine Transaktionsgebühr, die ich anhängen kann an eine Transaktion, ja? Und die wird an denjenigen ausgeschüttet, der den Block findet, ja? Zusätzlich zu diesem Block Reward, den ich erwähnt hatte. Und das funktioniert so, dass ich, also die Blockgröße ist begrenzt, das sind 1 Megabyte zurzeit, und der Leader, der diesen Transaktionspool broadcastet, der sucht sich natürlich die Transaktionen aus, die am profitabelsten sind für ihn, und die nimmt er in diesen Block auf. Ja. So funktioniert das. So. Und die Miner sind bereit, wo fangen wir an? wenn jemand das Bitcoin-Netzwerk angreifen will, er möchte eine Double-Spending-Attacke zum Beispiel machen, dann müsste er ebenso viel Rechenpower haben wie das Bitcoin-Netzwerk. Das ist zurzeit extrem teuer, oder? Das bewegt sich im, ich weiß auch nicht, dreistelligen Millionenbereich. Ja, also es ist extrem teuer, das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen. Das können eigentlich nur staatliche Akteure sein. So, das liegt aber daran, dass eben zurzeit dieser Block-Reward ausgeschüttet wird und die Miner eben eine Menge Rechenpower und damit eine Menge Strom und damit eine Menge Geld investieren in die Sicherheit dieses Netzwerkes. Da der Block-Reward immer sinkt, müssen also die Transaktionsgebühren steigen, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. Und das stimmt, es ist nicht klar, ob das passieren wird. Ja? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung.
Das hängt davon ab, es hängt von vielen Dingen ab. Ja. Es hängt davon ab, wie sich das Transaktionsaufkommen entwickelt. Es hängt davon ab, wie viel die Leute bereit sind, für Bitcoin-Transaktionen zu bezahlen. Es hängt vom Preis von Bitcoin, es hängt von vielen Dingen ab, die keiner vorhersehen kann. Ja. Gibt es eigentlich technische Grenzen für die Anzahl Knoten? Und vielleicht Nebenfrage, wie groß ist eigentlich die Datenmenge, die man verwalten muss, bei jedem Knoten? Die Datenmenge zurzeit, also die Datenmenge, die gesamte Blockchain, jeder Knoten speichert ja die gesamte Blockchain. Und die gesamte Blockchain sind zurzeit bei, ist zurzeit bei 70, das weiß Nick viel besser als ich, 70 Gigabyte sind es, stimmt das? 100, sind schon 100, okay, also 100 Gigabyte sind das zurzeit. Gibt es technische Grenzen? Also es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, jeder Knoten, also das heißt, Rumors, die verbreitet werden, Gerüchte, ja, nee, auf Englisch, wie werden die Rumors, Gossip, das ist ein Gossip-Netzwerk. Ein Gossip-Netzwerk, das heißt, also jeder Knoten ist mit typischerweise 8 Peers verbunden und die tauschen einfach alle Daten aus, die sie haben. Ja? Und die tauschen, die haben dann wieder mit 8 verbunden und so breitet sich die Information im Bitcoin-Netzwerk aus. Von der Struktur des Netzwerks her gibt es also kein Limit irgendwie der Anzahl Knoten. Ja? Also die derzeitig ständig verfügbaren Knoten, das bewegt sich so im etwa 5000 Knoten-Bereich. Ja? Aber es gibt natürlich viel mehr, die nicht ständig online sind, sondern die nur ab und zu online kommen. Könnte man einmal 1 Million Knoten haben? Oder ist das? Ja, warum nicht? Ja. Und das immer noch mehr? Ja. Also wie gesagt, Peer-to-Peer heißt nicht, jeder ist mit jedem verbunden, sondern es ist ein Gossip-Netzwerk mit Grad 8. Ja? Also jeder ist mit 8 Knoten verbunden, wenn er die normalen Einstellungen im Bitcoin-Client hat. Gut, noch eine letzte Frage und dann machen wir Pause, weil nach der Pause gibt es noch 2 weitere Vorträge. Vielleicht klären die dann auch noch Fragen. Danke. Gibt es die Möglichkeit, die Wirkung der Transaktion zeitlich aufzuschieben? Sowas wie eine Valuta? Ja, also Sie möchten eine Transaktion ins Bitcoin-Netzwerk stellen und die erst ab einer bestimmten, die erst zu einer bestimmten Zeit ausgeführt wird. Ja, dass die Möglichkeit gibt, ja. Ja. Das heißt, Lock-Time, also es ist in diesem Bitcoin-Skript, was ich Ihnen gezeigt habe, da gibt es viele Befehle und eins der Befehle ist, nee, ist es ein Befehl? Nee, stimmt gar nicht. Also es gibt auf alle Fälle diese Möglichkeit, ja. Sehr gut. Und noch viele mehr Möglichkeiten haben wir in der Pause auszutauschen über Cremeschnitten und Coins und was auch immer. Vielen Dank, wir machen kurz Pause und um 16 Uhr geht es weiter. Ja, herzlichen Dank.